habe die Bandagen schon gebracht. Jetzt lass mich in Ruhe. Und damit herzlich willkommen zurück bei This War of Mine. Ja, es ist lange ausgefallen tatsächlich. Ja, ich hatte so viel zu tun und dies und jenes und Umzüge, obwohl Corona ist. Vielleicht kann ich so kurz erzählen, also der Bruder meiner Freundin ist nämlich ausgezogen, das ist schon länger her, man hat jetzt 3-monatige Kündigungsfrist, Wohnung war gekündigt und wir mussten trotzdem umziehen und dann bin ich halt, habe ich gesagt, hey komm, dann machen wir zu zweit wegen Corona, beziehungsweise zu dritt mit meiner Freundin dann, die wohnen jetzt gerade alle bei ihren Eltern, und keine Ahnung, da ist durcheinander und dann habe ich ihm jetzt geholfen und nächste Woche muss meine Freundin ausziehen. Und deswegen hatte ich einfach letztendlich dann keine Zeit, weil das plötzlich alles aufeinander kam. Und die neue Arbeit und hey, ich habe ziemlich viel gestreamt und nicht so viel Let's Played und bla bla bla. Und kurzum, ich habe das Let's Play so ein bisschen gelassen. Ich muss auch zugeben, ich hatte in der Zeit eher Lust, andere Sachen zu spielen, Subnautica zum Beispiel, was ich dann im Stream getan habe. Und jetzt wollte ich tatsächlich wieder das Let's Play von This War of Mine weiter aufnehmen und die zweite Season in dem Fall, es ist viel passiert. Mich hat es ein bisschen demotiviert, dass jemand gestorben ist hier und auch so ein bisschen, dass alles ein bisschen schief läuft. Aber wir kriegen es hin. Ich habe aber das Gefühl, es wird eine sehr kurze Runde werden, weil es jetzt schon nicht so gut aussieht. Aber wir probieren es aus. Und wir wurden in der Nacht ausgeplündert mal wieder. Bruno hat eine tiefe Wunde. Oh, jemand hat was. Nein. Wasser und Essen. Das ist mal so gar nicht cool. Wir müssen unseren Unterschlupf besser schützen. Andernfalls ist unser Schicksal besiegelt. Das ist es jetzt schon. Was hat er? Wie soll ich überleben, wenn Plünderer versuchen, mich zu töten oder auszurauben? Und auszurauben. Hat jemand etwas Nahrung übrig? Ich muss etwas essen. Bräuchte eigentlich eine Waffe. Okay, jetzt wird es natürlich ein bisschen schwer. Ich muss mich gerade wieder dran gewöhnen. Er sollte nochmal schnell kochen, wenn er kann. Er ist halt... Er müsste eigentlich erstmal verarztet werden. Also wir haben noch eine Bandage. Er soll die Bandage nehmen. Er kann halt jetzt nicht... Wir könnten das Dosenfleisch essen. Komm, wir müssen das essen. Wir müssen das essen. Es geht halt jetzt nicht anders. Und Bruno muss verarztet werden. Das Problem ist halt, dann können wir nächste Nacht nicht raus. Ist nicht so schön. Weil wenn Bruno alleine ist, er muss durchschlafen. Shit. Wir haben bisher eine Wand zugemacht. Wir müssten mehr zumachen. Könnten wir hier runter? Okay, aber er ist erstmal satt, so ein bisschen. Er sollte sich schlafen legen, direkt hier nebendran, das ist okay. Währenddessen ich mit ihm hier noch gucke. Okay, gut, hier brauche ich nichts von. Ich suche nämlich diesen Tisch, den Bruno eigentlich oben hat. Den müssten wir tatsächlich sehr dringend verwenden. Uiuiuiuiui. Das geht gar nicht gut, was habe ich das Gefühl. Okay. Genau. Uns fehlen 4 Holz. Das ist nicht gut. Ich habe auch keine Axt oder so etwas, ne? Na, man muss mit der Maus rumwedeln. Äxte können wir noch nicht machen, ne? Weil mit Äxten könnten wir, glaube ich, das hier kaputt schlagen. Hier. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die wir kaputt machen könnten. Was würde uns denn fehlen? Okay, also das hilft uns jetzt erstmal nicht weiter. Oh, wir müssten anscheinend doch raus. Essen haben wir für 2 Tage roundabout. Das ist nicht viel. Und eigentlich müsste jemand aufpassen in der Nacht. Und wir haben halt kein Holz. Und wir haben auch nichts zu handeln. Oh, das ist so... Oh, sollte man mit ihm reden. Es ist eine super schwierige Situation gerade. Oh Mann, wie sollen wir das hinbekommen? Naja, vielleicht, oh, wie viel Wasser haben wir denn noch? Das müssen wir gleich... Warte mal, das
Oh, 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 das wird ganz übel. Wir müssten noch mal gucken hier. Dass er hier vielleicht. Die beiden sind traurig. Er ist sogar deprimiert. Er ist auch müde. Oh Mann. Darf's nicht aufgeben. Darf echt nicht aufgeben. Das ist echt nicht einfach. Ja, und Pavle. Das ist nicht einfach. Gerade nicht in so einer Situation, ne? Okay. Und Bruno? Leg dich mal schlafen. Ja, ich kann's mir denken, dass er sich Sorgen um Bruno macht. Hätten wir noch einen Filter? Warte mal. Bevor ich hochrenne. Wir hätten nur Brennholz. Oh nein! Wir bräuchten einen Filter für Wasser. Oh. Er verbraucht ja eigentlich weniger, der Bruno. Oh, ich weiß gar nicht, ob das reicht. Okay, wir könnten das herstellen. Ich würde es auch machen. Eins zumindest, damit wir Wasser aufsammeln können fürs nächste Essen, weil das sieht sonst gar nicht gut aus. Bruno kann ich halt nicht alleine lassen die Nacht. Das geht nicht. Bruno muss durchschlafen. Und er muss am nächsten Tag wahrscheinlich kochen. Boah. Herstellen. Vier Wasser ist besser als keins. Ganz ehrlich. Hier Wasser ist schon relativ viel so. Ich lasse Pavle vielleicht auch schlafen noch schnell. Das Bett ist halt ganz unten. Das ist so mies. Dann so mal schnell hinrennen. Damit er zumindest noch ein paar Stunden Schlaf hat. Damit er morgen nicht so ganz müde ist. Weil davor habe ich am meisten Sorge gerade. So. Wir lassen den Tag gerade mal zu Ende gehen. Damit Pavle morgen aufpassen kann. Bis Bruno ein bisschen fitter wird. Er ist schwer verletzt, das ist halt das Problem, und er muss Wache stehen. Wir können halt nicht raus. Tag 9. Diese Nacht war ruhig. Wenn wir das Echo von Schüssen in der Entfernung ignorieren, hoffen wir, dass es dabei bleibt. Da bin ich echt auch stark dafür. Oh, er ist leicht krank. Oh, Bruno ist echt im Arsch. Und er ist sehr müde. Ich würde die beiden jetzt erstmal schlafen lassen. Wir müssen halt echt eine Runde marschieren eigentlich. Wir müssen mal gucken. Wir müssen so einige Sachen finden und so. Ja, und ihr braucht echt etwas zu essen. Wir haben halt ein bisschen Wasser, wir haben ein bisschen... Gut, das könnten wir handeln, die Kräuter. Den Dünger, das Düngemittel könnten wir noch handeln. Elektrizität können wir halt im Moment nicht herstellen. Wir bräuchten dringend Bretter. Sehr viele Bretter, damit die Leute hier nicht reinkommen. Oh, ist echt schwer. Und wie gesagt, der eine ist ja gestorben, in Anführungsstrichen, für die gute Sache. Aber trotzdem, er ist gestorben. Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob wir heute noch irgendetwas machen könnten. Gut, ich müsste eigentlich Pavle hochschicken. Der wird sich nicht erholen so schnell. Ich lasse mal Pavle ganz kurz nochmal hier abhören. Und danach muss er plündern und Pavle müsste Wache stehen. Oh, Kaffee ist im belagerten Pogoren. Ein immer selteneres Gut. Es wird erwartet, dass der Preis für Kaffee auf dem Schwarzmarkt steigt. Das sollten wir vielleicht bedenken und nach Kaffee suchen gezielt. Draußen ist es kalt, bewölkt und könnte zu Regenfällen kommen. Unser Tipp: Für kalte Abende schnappen Sie sich ein gutes Buch, eine warme Tasse Tee und dann sparen Sie sich in Ihrem Sessel lieber einen Kamin. Das heißt, wir müssen noch einen Kamin bauen. Kaffee haben wir ja. Ist der Krieg nicht schon schlimm genug? Es steigt die Kriminalität in Pogoren. Es gibt Berichte von bewaffneten Angriffen und Überfällen. Und ich glaube, das wird eines dieser Dinge wird unser Ende sein. Okay.
Wir brauchen einen Ofen. Es geht nicht anders. Ich muss Pavle den Ofen machen lassen. Oh, stopp! Pavle. Das ist gerade viel wichtiger. Geh runter. Hey, könnt ihr mir helfen? Wir müssen nachfragen. Geht ja nicht anders. Ich kann mich nützlich machen. Lass mich bei euch bleiben. Eine neue Person. Ja, Mann. Sveta. Sehr schön. Danke, dass ihr an die Tür gegangen seid. Die Leute sind heutzutage anderen gegenüber zum Misstrauisch. Ich bin Sveta und war früher Rektorin einer Grundschule. Ihr wundert euch bestimmt, was der Grund für meinen Besuch ist. Nun, ehrlich gesagt habe ich Angst, in dieser grauenhaften Situation allein zu sein. Würde es euch stören, wenn ich hier bei euch bleibe? Ich kann mich um sämtliche Kinder kümmern, die bei euch sind. Ja, Sveta, du bist herzlich willkommen. Sveta ist leicht krank und ist kinderlieb. Meine Güte, ist das peinlich. Ich weiß, dass ich in dieser furchtbaren Situation keine große Hilfe bin. Meine Fähigkeiten liegen im administrativen und logistischen Bereich. Diese sind unter diesen Umständen wohl nutzlos. Man hat mir gesagt, ich bin eine gute Betreuungsperson. Ich liebe Kinder. Andererseits ist es vielleicht gut, dass sie nicht hier mit uns leiden müssen. Was noch? Ich habe einen Führerschein. Entschuldigung, das sollte ein Witz sein. Ja, sie wird das schon schaffen. Ich habe schlimme Kopfschmerzen. Ich hoffe, sie kann sich ausruhen. Über Nacht. Ich weiß nicht, wie es mit Bruno ist. Also wenn Bruno das vielleicht noch schafft, gut davon zu kommen. Ich kann ja mal gucken, ob Sveta vielleicht irgendwas machen könnte. Irgendwas Sinnvolles. Aber 3 Personen ist schon mal echt viel. Den Ofen könnten wir machen. Ich würde ihn auch direkt Mente herstellen. Könnten wir den hier machen? Nein. Hier irgendwo da? Nein. Ja gut, dann stellen wir ihn direkt neben den Heißding. Geht ja jetzt nicht anders. Aber wir brauchen ihn dringend, wenn es jetzt kälter wird. Wir brauchen auch dringend Holz. Wir brauchen ziemlich viele Sachen. Das ist nicht einfach. Ich würde Sveta gerne irgendwie Medizin geben, aber ich habe Angst, dass das nichts bringt. Ja, wisst ihr, ich mache mir so riesige Vorwürfe wegen meinem Typen, der da gestorben ist, weil es halt echt eine dumme Situation war. Ich konnte nichts machen. Irgendwie wurde er trotzdem angeschossen. Die Frau ist abgehauen und alles irgendwie war da jetzt nicht gerade das Beste. Also, wir hätten jetzt 4 Leute halt und mit 4 Leuten kannst du super viel machen. Wir hätten jemanden, der viel tragen kann. Aber gut, Sveta ist da. Das ist schon mal schön. Wir packen es. Sveta schläft. Er muss Wache stehen. Denn Sveta kann sich nicht verteidigen. Und er muss plündern gehen. Es geht nicht anders. Also zumindest laut letzter Erfahrung müssen wir hier Leute töten. Ich würde ins Doppelhaus gehen. Oder zum Flug. Oh. Sollen wir es probieren? Ah. Sie haben einen dauerhaften Schlusspunkt. Dann nehmen wir ins Doppelhaus. Okay, nachts werden ab und zu Schüsse aus der Richtung abgefeuert. Oh. Wohnsiedlung. Oder wir gehen hier hin. Ruhig kleine Häuser mit Veranden. Gehen wir da hin. Ich nehme das Ding hier. Nee, wobei, brauchen wir nicht. Beim ersten Mal brauchen wir das meistens nicht. Oh, wünsch mir Glück, dass da nichts kaputt geht. Ach, guck mal, zum Beispiel hier jetzt schon. Das fängt ja gut an. 2 Teile. Ist super viel wert jetzt. Wir bräuchten Holz dringend. Nur Abfall. Jetzt mal ganz doof, kann es sein, dass es dieser letzte Ort war, wo ich diesen Typen getötet habe. Oh.
Was? Oh, 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 oh. Ich glaube, der ist sauer. Ich will nichts tun. Okay, ich glaube, das sind ältere Leute. Wir sind mal vorsichtig. Ah, er folgt mir. Oh, der Frau geht das nicht gut. Ich will die Kaffeebohnen haben. Ja, gut. Ah, jetzt hätten wir hier reingekommen. Ich nehme denen nicht alles weg. Ich kann nicht alles weg. Ich nehme Sachen mit, die ich gut verkaufen kann. Also wir versuchen nicht so, nicht zu hart zu sein. Medizin kann ich einfach jetzt nicht nehmen. Das möchte ich auch gar nicht. Oh, und Essen kann ich auch nicht nehmen. Die hätten Wasser. Ich nehme zwei Wasser. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, es tut mir so. Wenn wir zurückkommen und die tot sind, Alter, ich würde mir so viel vor. Warte mal. Ich tue ihrer Frau nichts. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich nehme nur Sachen mit, die sie nicht brauchen. Sie werden das Haus eh nicht weiterbauen. Ich bin mir sehr sicher. Kaffee. Das Kaffee liegt in der Schublade. Also, sorry. Und Bücher sind halt sehr wichtig. Ja, ich lasse für euch was übrig. Ich möchte auch nicht. Ihr seht, was ich meine. Oh, das Kuscheltier lasse ich. Die könnten doch mit uns kommen, Mann. Bernhard von An. Okay. Das ist ein Brief von Opa Bernhard an Alan. Oder Alan. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm. Er ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen. Oma geht es schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl auf, um dir diese Kekse zu backen, die du so sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du zurück bist. Oh Mann. Ich nehme dir nicht mal Essen mit. Alles klar, okay. Obwohl ich Essen gerade super benötigen könnte. Ja, also tu mal nicht so. Nein, ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Ich kann das nicht tun. Und ich werde denen auch nichts tun. Oh, die Tür ist sogar abgeschlossen. Krass. Gut. Ich glaube, wir können hier nichts mehr mitnehmen, aber wir haben ein bisschen was. Oh, das tut mir so leid, die armen Leute. Aber wir haben den Medizin und Essen gelassen, komm. Wir haben nur ein bisschen Tabak und Kaffee mitgenommen, was wir gut verkaufen können. Das war unser einziger Deal. Heute habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Wie gesagt, wenn wir den Kaffee verkaufen, das ist dann super viel wert. Scheiße! Nein! Dreimal essen! Das gibt's doch gar nicht! Wir können nichts mehr zu essen kochen! Nur noch einmal! Diese bekloppten Diebe! Wir haben nicht genug Zeug, um hier irgendetwas aufzubauen. Und er muss sich unbedingt verbinden. Ich meine, wir hätten jetzt alles diesen armen Leuten wegnehmen können. Und ich bin ganz ehrlich, das hätte uns sehr viel geholfen, aber ich konnte es einfach nicht. Ich kann die Leute nicht einfach sterben lassen. Und er braucht die Verbindung. Er muss verbunden werden. Das ist das Schlimmste.
Nimm die Tabletten. Es hilft einfach nichts. Heißen Kaffee. Ist gleich auf den Kopf, Alter. Schlecht geschlafen, leicht krank. Wir geben ihr Medikamente. Wenn sie noch sehr krank wird, dann macht das alles keinen Sinn. Wir können sie nicht auch noch verlieren. Ich weiß, dass ich da voll an meine Grenzen gehe. Es kommt der Plünderer, ja. Also der Typ, der eigentlich all das Zeug verkauft. Das ist so wichtig, dass wir die Person hier haben. Wir können den ganzen Kaffee verscherben. Oh, Svetter, bitte. Ja, ist ja gut, beruhig dich. Okay. Wir könnten ein bisschen was aushandeln. Also, es ist sehr viel wert, haben wir ja gehört. Ich brauche das Essen halt. Und wir brauchen halt das hier. Und das brauchen wir halt dringend. Okay. Was brauchen wir nicht? Selbstgezogener Tabak. Zigaretten. Düngemittel. Tabak. Gewürze. Darauf könnten wir uns einigen. Das ist... Wow. Wir geben super viel weg dafür. Kann ich denn irgendwas nicht mitgeben? Weil das ist echt viel Zeug. Weil wir sind halt so verzweifelt gerade. Ach komm. Ich handle nochmal mal was mit dem aus. Es geht halt nicht anders. Gerade das ganze Essen und sowas. Das brauche ich hier nicht. Okay, jetzt muss ich halt runterhandeln. Ist ja nix. Okay, jetzt könnten wir zumindest ein paar Sachen machen. Zumindest eine dieser Türen zumachen, damit nichts mehr geklaut wird, weil ich glaube, das ist das Schlimmste für uns gerade. In einem richtigen Bett schlafen, ja, du hast hier ein Bett. Eins davon. Es geht. Eins können wir zumachen. Das wäre so wichtig, dass wir eins zumindest zumachen. Es geht halt nicht anders. Und wir müssten versuchen, beim nächsten Mal so viel Holz wie möglich zusammenzukriegen. Vielleicht können wir mit dem 5 Holz, das wir noch haben, vielleicht noch was herstellen. Ich überlege gerade was. Aber es gibt vielleicht ein Bett für sie. Dann kann sie jetzt währenddessen schlafen, weil sie ist ja auch krank. Okay, Sveta hat das schon mal geschafft. Okay. Wir können ja hier lesen. Einige Löcher mit Brettern finden, aber es ist immer noch nicht sicher genug. Okay, also es fehlt noch was. Ich würde hochgehen. Und Holz hacken. Oh, oh nein, es wird immer schlimmer. Ich könnte noch nicht mal ein Bett bauen. Ich brauche aber dringend Holz. Ja. Wir müssen halt das Heizgerät gleich hochmachen. Also wir sollten jetzt schon sogar das Heizgerät hochmachen. Weil das Problem ist halt einfach jetzt gerade, wenn du keine Wärme hast, dann... Temperatur steigt ein bisschen. Das ist halt super wichtig. Wir haben zweimal Fleisch, das ist auch super wichtig gerade. Okay, Pavle ist fertig, er hat geschlafen. Sveta kann jetzt auch schlafen gehen. Und ich würde sagen, die nächste Runde, den nächsten Gang durch die Welt machen wir dann in der nächsten Folge. Ich beende schon mal den Tag und... Ja, die Nacht wird ein bisschen
wahrscheinlich schwieriger werden. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann.